Also diese Idee von einem DLR, die hat ja für das DLR eine besondere Bedeutung. Zunächst erstmal ist es natürlich die Einheit der verschiedenen Institute und Einrichtungen, dass die eben möglichst gut zusammenarbeiten, dass sie sich nicht abschotten. Das ist eine Sache, die kann man, könnte man auch bei vielen anderen Einrichtungen fordern. Mir ging es aber auch um die organisatorische Einheit, die institutionelle Einheit des DLR. Das DLR ist ja gleichzeitig ein Forschungszentrum, Raumfahrtagentur und Projektträger. Dafür haben wir verschiedene Bereiche innerhalb des DLRs, also für die Forschung die Institute und Einrichtungen. Für das Thema Raumfahrtagentur gibt es den Bereich Raumfahrtmanagement und dann haben wir noch die Projektträger, einmal den allgemeinen Projektträger und zum anderen den Projektträger speziell Luftfahrtforschung. Und für mich war es wichtig, dass die Einheit, die institutionelle Einheit unter einem Dach DLR e.V. ein besonderer Wert war. Und deshalb habe ich das in den letzten 8 Jahren immer wieder und massiv auch nach innen und außen vertreten. Und wenn ich heute Bilanz ziehen soll, dann kann ich sagen, ich stehe immer noch zu dem Begriff. Ich glaube auch, dass er innerhalb des DLRs, des DLR weitgehend angekommen ist. Und es hat mich sehr gefreut, dass jetzt vor wenigen Tagen auch der Staatssekretär Machnik, der unser Senatsvorsitzender ist, dieses als ausdrücklich den richtigen Weg bezeichnet hat und hat gesagt, ein DLR, das muss so sein, denn das stärkt das DLR und das stärkt Deutschland in den vom DLR vertretenen Gebieten. Tatsächlich gab es in den vergangenen 8 Jahren hin und wieder natürlich auf der Ebene zwischen der Ministerialbürokratie und dem DLR auch mal unterschiedliche Vorstellungen. Das ist zunächst erstmal, glaube ich, normal. Das muss auch so sein, weil unter Umständen unterschiedliche Interessen vertreten werden, nach innen, zwischen den beiden. Aber in Summe, habe ich immer gesagt, sind wir beim Wirtschaftsministerium gut aufgehoben. Das DLR arbeitet sehr stark auch mit der Wirtschaft zusammen und wir versuchen ja die Innovationskette von der Grundlagenforschung bis zum Produkt auch wirklich zu schließen. Nicht alles machen wir selber, manchmal zusammen eben mit Partnern. Aber insofern fühlte ich mich immer als DLR sehr gut aufgehoben im Bundeswirtschaftsministerium. Heißt aber nicht, dass wir nicht mit dem Forschungsministerium auch gute Kontakte pflegen. Nein, ich habe mich mit voller Überzeugung für die zivile und die wehrtechnische Sicherheit im DLR eingesetzt. Ich glaube auch, dass eine Zivilklausel wirklich der Interpretation bedarf, was das wirklich heißt. Also ich möchte den sehen, der gegen Sicherheit argumentieren will. Das ist so ähnlich, als wenn Sie gegen Gesundheit argumentieren würden. Das Problem ist nur, genauso wie bei Gesundheit, erst wenn sie fehlt, merkt man, dass man etwas dafür tun muss. Nun ist es bei der Gesundheit so, dass wir auch in einem sehr friedlichen Land natürlich Krankheiten haben und deshalb ist das Verständnis dafür, dass wir etwas für die Gesundheit tun müssen, relativ schnell einsichtig. Beim Thema Sicherheit ist es, wenn man in einem Land lebt, in dem wir seit vielen, vielen Jahren, seit Jahrzehnten keinen unmittelbaren Krieg mehr erlebt haben und keine wirkliche Bedrohung erlebt haben von außen, ist es sehr viel schwerer klarzumachen, dass Sicherheit eben auch einen weiten Bereich hat. Insofern habe ich niemals damit irgendwelche Schwierigkeiten gehabt im DLR und ich glaube auch, dass die ESA sich über die Sicherheit Europas Gedanken machen wird. Jedenfalls habe ich es vor, auch diesen Diskussionsprozess einzubringen. Haben Sie da schon konkrete Überlegungen? Wir machen ja in der ESA Sicherheitsforschung. Wenn wir zum Beispiel auch in der ESA, auch die ESA ist genauso wie das DLR Mitglied in der Charter for Space and Major Disaster und dabei geht es ja um Fragen der Sicherheit. Das sind dann nicht direkt wehrtechnische Fragen, dafür gibt es ja auch auf der europäischen Ebene noch die EDA, die European Defence Agency. Aber dass die Instrumente, die wir haben in der Raumfahrt, dass die eben auch für verschiedene Zwecke genutzt werden können, davor können wir die Augen nicht verschließen. Wir haben im DLR das Thema Diversity und das geht weiter als nur die Frage der Geschlechtergleichberechtigung, sondern es geht eben auch über die Frage Ausländer und unterschiedliche Kulturen.
haben wir uns sehr intensiv innerhalb des DLRs auseinandergesetzt und haben deshalb auch diesen Bereich speziell auch gefördert und haben dort immer versucht, auch etwas zu machen. Auch das Kaskadenmodell, was wir ja auf Helmholtz-Ebene verabschiedet haben, das auch auf das DLR zu kopieren. Und ich habe, als ich jetzt bei der ESA in entsprechenden Gesprächen war über die Besetzung von Führungspositionen, schon sehr darauf gedrungen, dass auch dort diese Gerechtigkeit, diese Chancengleichheit wirklich gewahrt werden muss. Was nicht automatisch heißt, dass man das durch feste Quoten abbilden muss, sondern es müssen eben Chancengerechtigkeit da sein. Das kann sein, dass das, wenn man nicht mehr weiter weiß, nur noch über Quoten geht, aber zunächst erstmal werde ich versuchen, bei den zu besetzenden Führungspositionen das alleine über einen fairen, chancengerechten Auswahlprozess sicherzustellen.